Da schau her. Wenn schon das P fehlt, könnte man es doch gleich auch durch ein K ersetzen. K wie Krater. Denn eine Kraterstimmung könnte den Stadtneuling schon überkommen beim Herumirren am Praterstern. Auf der Suche nach jenem Club, dessen Besuch ihm daheim wärmstens empfohlen worden war. Daheim in Hamburg, Hollerbrunn oder Hohenems. Ganz nah beim Riesenrad, meinten die schon hier Gewesenen. Eine Art Containerburg. Als ob es hier je außer Container sonst noch was gegeben hätte. Wanderer kommst du nach Leopoldstadt. Verkünde also, du habest es liegen gesehen. Eingequetscht zwischen Verkehrsadern und urbanen Mandelbrotbäumchen. Das Fluck. Oder wie es im Volksmund auch liebevoll heißt, die Interaktionsplattform Fluck. Man kann aber auch schlicht Fluctuated Rooms dazu sagen, was wiederum sehr im Sinne der Gründerväter und Mütter wäre. Wir sitzen da im Fluck, eigentlich Fluckwanne, und das ist der Zustand, wie er ja, fast ursprünglich war, nämlich eine abgefuckte, ziemlich grindige Unterführung. Die Fassage hier wäre sowieso gefallen. Die ganze Oberflächengestaltung wird hier neu gemacht und Unterführungen sind nicht mehr modern. Sprich, man möchte die Menschen jetzt über Zebrastreifen bzw. mit den Autos direkt kämpfen lassen. Die hätten diese Passage zugeschüttet, einen Deckel drauf dann. Wir konnten Gott sei Dank die Stadt überzeugen, dass man das Geld sinnvoller anlegen kann, indem man einen Raum, den es schon gibt, nicht einfach kaputt macht oder zuschüttet, sondern in einen Kulturraum transformiert. Das alte Flug war keine 50 Schritte von hier, die Stufen rauf, raus. Und im alten Flug waren wir eigentlich uns immer bewusst, dass das ein temporäres Projekt ist, weil der Bahnhof umgebaut wird. Insofern haben wir uns schon relativ früh nach einer Alternative umgeschaut und sind durch die Stiegen runtergestolpert, sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes, über diesen blinden Fleck. Und haben gemeinsam mit dem Klaus Stadtmann, das ist ein Flugfreund und auch unser Architekt, das Projekt da entwickelt. Zum Schluss ist ein, finden wir, ganz spannendes Ding rausgekommen mit zwei Lokalen. Das heißt, einen größeren Raum, der ein bisschen größere Konzerte tragen kann, und einen kleineren Raum, wo der Eintritt immer frei ist und wo eher so spontane und interventionistische Sachen passieren mit viel Publikumsbeteiligung. Also in der Recherche sind wir draufgekommen, dass es da eine ehemalige PC-Anlage gegeben hat, die immerhin 120, 130 Quadratmeter hat, also sehr groß konzipiert war mit 24 Kabinen. Und da ist es aufgegangen. Also da schaut man rein und denkt sich, okay, das kann was, das Ding. Jetzt kommen wir in den Umgang und da sieht man dann zum ersten Mal die wirkliche Dimension des Raumes. Auch die Höhe ist hier um einiges besser. Es gibt da oben Glasfliesen. Sprich, wir kriegen hier Raumhöhe zusammen, die jetzt schon über 4 Meter ist. Und da wir ja noch was draufsetzen, kriegen wir über der Bar einen Raum, der ist wahrscheinlich 6-7 Meter hoch. Jetzt kommen wir zu dem berühmten Tor zur Hölle. Das soll ja am Praterstern sein. Das sind die Pumpenanlagen, die man hier konzipiert hat, um alle Fäkalien wieder nach oben zu pumpen. Das war der Aufenthaltsraum der Klofrau. Man muss ja denken, da sitzt der Klofrau wahrscheinlich 18 Stunden da herinnen und betreut ihre Gäste. Schätzungsweise 1000 Scheibtrogen Schutt, der Raum ist ausgehöhlt, ausgeweidet und man schaut halt, was schön ist und was übrig bleiben soll in dem Ganzen. Das war eine totale Sisyphus-Arbeit. Mit den eigenen Händen den ganzen Schutt rauszutragen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, man kann sich eher vorstellen, dass da eine Baufirma daherkommt und das ganze Wegkarten fertig. Es war super, wie wir die Tür zum ersten Mal da aufgemacht haben und gesehen haben, was das für ein Raum da hinten ist. Es war auch lustig, wenn wieder mal eine Wand gefallen ist und der Raum sich erweitert hat um ein paar Kubikmeter und ein bisschen weiter. Und dann grabt man sich zur nächsten Wand weiter und dann wird der Raum wieder ein Stückchen größer. Weil es doch ein sehr, sehr langer Schritt war, überhaupt 1,5 Jahre Vorbereitungen. Und plötzlich gehst du runter in die Wanne
und denkst dir, Wahnsinn, jetzt können wir da anfangen und wir können den Raum bespielen jetzt und wir können da weitermachen. Die Baustelle als Kunstraum, der Kunstraum als Work in Progress. Entstünde am Ende gar ein White Cube, müsste der sofort wieder gesprengt werden. Auch eine Art Transformation. Transformer, warum der Titel? Also Transformation dieses Raumes von einer Fußgängerunterführung, von einer Passage zu einem Kulturraum, zu einem Veranstaltungsraum. Und im Wort ist auch so schön drinnen, Trans, also sozusagen das Durchgehen durch diesen Raum und die Form, die Versuche, einen künstlerischen Ausdruck zu finden. Mischung aus einer Architektur und einer Visualisierung eines Bären und die beiden Dinge verschmelzen ineinander bzw. entwickeln sich vom einen zum anderen. Wir haben da hinten ein ehemaliges Lüftungsrohr transformiert in eine Raum- und Klanginstallation. Wir haben die Brunnenanlage oder die Schachtanlage dieser Wanne gefunden und für die Valley Export, die auch eine Badewanne zeigt, in dieser Flugwanne, in dem Fall den idealen Ort gefunden. Eine sehr schöne Sache ist auch die Installation von Elisabeth und Manfred Grübel. Das ist eine Laserinstallation, die in exakten mathematischen Bahnen den Raum abtastet, was ein sehr schöner Kontrast ist zu der spröden und baufälligen Struktur, die die Architektur jetzt zeigt. Man darf sich gar nicht viel erwarten, man geht die Arbeit einfach an, schaut, was da am Weg liegt und was weggeräumt werden muss und macht es einfach. Phase 1, Flug oben, da sind die Container, sind relativ rasch hingestellt. Da geht es nur um Punktfundamente, um Zuleitungen und den Innenausbau. Den kann man füllen mit was man will, der Container ist geduldig. Der Container ist ein Transportmittel und da stiebt man halt alles Mögliche rein und wieder raus. Und das passt einfach halt zum Flug oder zu unserem Konzept. Wir sind auf einem der größten Plätze von Wien und auf einem der spannendsten. Wir haben das Wahrzeichen des Riesenrads hinter uns. Wir haben dann, wenn dieser ganze Bahnhof neu gebaut ist und die Oberfläche neu gestaltet ist, eigentlich eine riesengroße Piazza vor unserer Haustür. Wo eine Piazza, da auch Vita. Hoffentlich bald einmal deutsche Vita nach monatelanger Schufterei am Bau. Denn obwohl das Ende bei einem Work in Progress naturgemäß immer nur als Etappensieg gefeiert werden kann, steht die Eröffnung des neuen Flug unmittelbar bevor. Was dem Hämmern und Sägen keinen Abbruch tut, ist ja noch Zeit bis zum Abend. Ich bin ziemlich nervös, muss ich sagen. Ziemlich angespannt nach den letzten Wochen der vielen Arbeit. Übers neue Flug muss man sagen, dass die Leute einfach großartig waren, die da mitgearbeitet haben. Jeder hat was Eigenes reingebracht auch. Und das macht den Charme für mich aus eigentlich. Und die letzten 4 Wochen waren zwar anstrengend, aber großartig. Also die Mitarbeit, die Zusammenarbeit zwischen den Leuten, es ist einfach nie was passiert.
Und ja, super war das. Mein größter Wunsch für heute ist einfach, dass nichts passiert, dass alles gut geht, dass das Konzert toll ist, dass sich die Leute freuen und dass wir nicht allzu sehr absaufen heute. Eigentlich haben wir das schon 400 oder 500 Mal gemacht, aber jetzt trotzdem muss ich echt schauen, dass das heute funktioniert. Also, ich möchte keinen Stromausfall, ich möchte nicht, dass beim Dach einer regnet oder dass die Heisel übergehen. Dass der Musiker im letzten Moment dann da nicht kommt und leider so Sachen. Also, kann aber auch nicht für sich so zu funktionieren. Flucht. Das hat für mich etwas von Funktionalität. Es werden viele Dinge integriert, die dann vielleicht offensichtlich gar nicht zusammenpassen und dann doch passen. Es hat eine gewisse Lücke, muss ich sagen, schon gegeben, wie es nicht mehr gegeben hat, sondern nur mehr diese Exilgeschichten. Also ja, schließt sich die Lücke wieder, wenn es wieder gibt. Für die Flugbetreiber freue ich mich, dass es endlich wieder einen Club gibt, in dem sie ihr fantastisches Programm durchziehen können. Für mich freue ich mich auch, weil ich ein erweitertes Wohnzimmer habe. Ich wohne in der Nähe und wusste überhaupt nicht, wo ich abends hin soll. Ich war schon ganz verstört. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Ja, also das Schnierl binde ich noch an und dann ist fertig. Wir tauchen der Schiffclub. Super Tag, oder? Hier, da ist die letzten Aufnahmen für heute. Jetzt ist der Zensur. Das Schiff liegt ab. Fehlt nur noch die Bordkapelle oder ein Alleinunterhalter, zum Beispiel Christian Fennes, ein dem Anlass würdiger Weltmeister seines Faches. Am Deck herrscht die Ruhe vor dem Sturm, dem Ansturm hoffentlich. Man hängt herum wie Eltern nach der Geburt, geschafft aber glücklich und wartet auf die ersten Gratulanten zum Geburtstagsfest. Das sollte jetzt bald losgehen. Wenn es dunkel ist, geht's los. Auf das die Gratulantenschar einrausche und das Kindlein bestaune. Und da rauscht sie auch schon. Was treibt sie an? Die Erinnerung ans alte Flug? Der Wunsch nach Kontinuität oder Hoffnung auf einen radikalen Neustart? Sind Fluggeher eigentlich wertkonservative Progressivlinge? Gibt es überhaupt den typischen Fluggeher? Wenn ja, was schätzt er sie es denn an seinem Lieblingsetablissement? Am besten, man fragt sich einfach durch die Leute. Ich war früher auch schon immer im Flug, im alten Flug, seit es das Flug gibt. Ich bin sehr froh, dass es wieder da ist. Mir gefällt super, dass eigentlich jeden Tag gratis Eintritt ist, dass man immer herkommen kann. Dass es eine gewisse Querköpfigkeit nach wie vor verkörpert, indem man reinstolpern kann, das einfach genießen kann, ohne zu wissen, was einen erwartet. Dass einfach weiterhin Leute gefördert werden, die man sonst nicht so hört und weiterhin Musik gespielt wird, die sonst also irgendwie vergessen wird in Wien halt. Aber es sind schon immer wieder Leute hier auch, die man natürlich irgendwie kennt, also die auch internationalen Namen haben. Sonst freuen wir uns, dass natürlich wieder aufgesperrt hat und freuen uns auf den Fennes, obwohl wir wahrscheinlich keinen Platz mehr drinnen haben werden, aber sind schon gespannt eben, wie es ist. Eigentlich ist es für mich, dass heute Nacht Fennes hier auflegen wird und deshalb bin ich gekommen. I think it's a very easy cross point. It's like a lot of people, maybe it's also part of the Viennese life, but Flug is very special in this. It's like people go out and it's easy, and it's also the music works like this. Like all kind of different music and different audience can melt. And the problem in the music is things are going quickly, and Flug is a place where things can go quickly. Immer freier Eintritt, es soll ein Wohnzimmer sein, es soll
beschaulicher Raum sein, also von der Größe. Es sollen wieder auch Plug-in-Geschichten stattfinden können. Also Leute kommen mit ihren Vorschlägen, man spricht das kurz ab, steckt das an und das Programm läuft, also auch vom Publikum gestaltet. Ein Raum, wo man eben sich jeden Tag treffen kann, Ideen austauschen kann, eine Plattform, eine Drehscheibe. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die Arbeit geht weiter und weitet sich aus zur Bauphase 2. Langsam nimmt das Werk die Form des Architekturmodells an und wird als neues urbanes Zeichen sichtbar vor dem alten Wahrzeichen. Die Veränderbarkeit und Verschiebung räumlicher, sozialer und begrifflicher künstlerischer Praktiken und Wahrnehmungen, die das Flug auf seiner Homepage für sich proklamiert, lappt über auf die Außenhaut und gebiert ein Blau, für das Yves Klein zu feig war, um es als das Seine auszurufen. Eine kleine Kunstführung bitte, Herr Wagner. Es ist schon fast fertig, Herr Roben, fast. Und ja, machen wir eine kleine Runde. Dann das habt ihr noch nicht gesehen. Ein neuer Boden. Ist immer ein bisschen ernüchternd, wenn man in so ein Abendlokal kommt untertags. Schaut immer ein bisschen nicht so hübsch aus wie am Abend, wenn man dann die Lichter einschaltet und Disco-Kugel flunkert und so weiter. Aber ja. So schaut es untertags aus. Das ist ein Kunstwerk, das bleibt aber auch länger, weil das verändert sich ja mit der Transformation des Baumes im Wechsel der Jahreszeiten. Also das ist eigentlich ein verstecktes Kunstwerk, das über Monate immer sichtbarer wird und dann wieder sich versteckt aufs Neue. Und da haben wir noch ein Kunstwerk. Und zwar, wir sagen unseren Flugbus dazu. Es ist sozusagen eigentlich unser Bus, der da in Form von einem Kabelkunstwerk am Flugdach drauf ist. Ein einziges Kabel, das am Ende an Stecker hat und am anderen Ende eine kleine 40 Watt Glühbirne. Das finde ich sehr gelungen. Bei einem Projekt wie dem Flug, welches sich auch als Intervention im öffentlichen Raum versteht, können sich Bau als Kunst und Kunst am Bau unaufgeregt ineinander verschränken. Künstlerische Visualisierung und visuelle Attraktivität dienen hier sowohl dem Schauwert des Objekts als auch dessen sozialer Praxis. Dabei wird der vorbeifließende Menschenstrom durch diverse Outdoor-Aktivitäten bisweilen ebenso angezapft wie sachte verstört. Was treiben die denn da in ihrem possierlichen Schanigarten? Einen gemütlichen Sitzstreik? Eine Kinderwagendemo? Ah, eh nur ein Flohmarkt, na dann trauen wir uns doch auch näher. Der Flugflohmarkt ist aus der Geschichte entstanden, dass wir den Sonntag in irgendeiner Form beleben wollen, und zwar am Nachmittag. Dann war der erste Flohmarkt einfach ein wahnsinniger Erfolg. Die Leute waren ganz begeistert, haben gemeint, ja, hey, das sind endlich mal die Sachen, die ich ja sonst nirgendwo kriege. Spezielle Platten, spezielles Quant, schräges Zeugs, alte Bilder, Bücher. Ich kann mich erinnern an ausgestopfte Rabe, war sowieso das Highlight. Zu viel Outdoor aber schadet nicht nur dem Teint, sondern auch jeder Bohem und Nightlife-Credibility. Von der Sonne weg geht man am besten nach unten, in die Tiefe. Gelernte Österreicher wissen, dass es ein Leben in den Kellern gibt. Die Ausweitung der Flugzone schreitet voran. Bauphase 2 drängt in die Erde und verwandelt eine ehemalige Fußgängerpassage in eine zukünftige Wanne, die Flugwanne. Auch das wieder ganz im Sinn der Gründerväter und Mütter. Transformiere einen Ort und du transformierst seine Funktion. Das Konzept Passage aber soll bestehen bleiben, als temporäres Durchgangs- und Zwischenstadium von Menschen und deren Ideen. Am Wort sind vorerst aber wieder die Professionisten und deren Maschinen. Was jetzt gerade passiert, ist die Einteilung, die Schnitteinteilung von den Verschneidungsmaßnahmen. Die Deckenteile, 50 cm stark, sind so schwer, dass man sie nicht einen drum wegheben kann. Das heißt, es muss jetzt sozusagen auf gewichtszulässige Teile portioniert werden. Betonteile, die jeweils einen Meter Streifen breit sind, 2 Meter lang, und die haben dann 2,5 Tonnen. Der Kran muss es heben können, das Lastauto muss es transportieren können und die Unterbölzung muss es schaffen. Das heißt, zwischen den drei muss man interpolieren. Heute gibt es das erste Bohrloch in dieser Ecke, in
2,18 Meter entfernt und das nächste Vorloch, das muss erfolgen, weil das Sägeblatt hat 1,20 Meter Durchmesser und wir dürfen nur bis zur Mauerkante kommen und dürfen den Rest der Konstruktion nicht verletzen, das heißt, man darf nicht durchschneiden. Um das zu verhindern, macht man hintereinander liegen zwei Vorlöcher und diesen Abschnitt, der eigentlich durch das Kreissägegerät nicht gewährleistet ist, durch die Bohrung zu kompensieren. Das heißt, da gibt es das Loch und das Schneiden erfolgt einfach mitten in die Löcher hinein. Erfolgt von oben, das heißt, man hat auch zusätzlich eine Holzlage eingegeben, damit das Säge durchschneiden kann, ohne dass die Bölzung zusammenbricht. Ne? Das Ganze wird von der Kante noch rückwärts erfolgen, weil sozusagen auch der Kran, der Laster und das Schneidegerät aus der Baustelle dann raus müssen. Also sobald da was geschnitten ist, wird es runtergehoben und schon ist der Deckel frei und das fehlt auch der Deckel. Ja? Eine Lösung gefunden, indem wir über der Bühne die Decke aufreißen und da bauen wir einen Art Turm. Das Ganze schaut ein bisschen aus im Grundriss wie eine Kirche. Also wir sind hier im Langhaus, so hinten an der Wand befindet sich der Altar oder die zukünftige Bühne. Und links und rechts ist dann eben das Querhaus. Und die linke Seite, da sitzt das Chorgestühl, da gibt es eine Tribüne. Und rechts geht es dann zum Seitenaltar, das wird die Schremser- und Reitra-Kapelle, sprich da werden wir unser Bier verzapfen. In seiner Materialisation, seiner architektonischen Materialisation ist das Flugt weiterhin ein Modell. Idee ist oder Absicht ist, im Projekt darauf hinzuweisen, also im realisierten Projekt darauf hinzuweisen, dass es sich nach wie vor um ein Modell handelt, um ein Lebensmodell und um ein Architekturmodell. Das zeigt sich auch daran, dass hellblaue Modellfarben verwendet wurden, um auf diesen Charakter hinzudeuten, aber auch indem man monatlich, wöchentlich Veränderungen trifft, die nicht geplant waren. Der Praterstern, wie er jetzt dasteht, ist auch jetzt ein Ort widersprüchlicher oder sehr heterogener architekturaler Äußerungen. Das Bahnhofsgebäude, das realisierte Vordach dazu, das sehr kitschig ausgefallene Hintergrundgeschehen am Prater-Entree. Also alles Dinge, die nicht im herkömmlichen Sinne geplant sind, sondern auch die widersprüchlichen Wünsche und Idealvorstellungen verschiedenster Stadtbewohnerinnen zeitigen. Insofern ist das Flug ein berechtigter und wichtiger Kontrapunkt in dieser Angelegenheit. Nicht widersprüchlich, aber in seiner Bandbreite durchaus den heterogenen Charakter des Pratersterns widerspiegelnd, gestaltet sich das Flug-Musikprogramm. Wenn Fluktuieren, auch das Herumstreunen in und zwischen Stilen, Genres und Moden in ihren jeweiligen Vor- und Rückläufen bedeutet, dann positioniert sich das Flug als Dreh- und Angelpunkt dieser divergierenden Fluchten. Gestern Song, heute Track, morgen ein Bastard aus gestern und heute. Wir haben
möchten einfach das Prinzip der fluktuierenden Räume da genauso verhandeln, wie wir es immer schon gehabt haben. Sprich, mit dem Raum umgehen, wie er es braucht. Manchmal ist die Bühne vielleicht am anderen Ende oder es gibt gar keine. Es wird alles wieder schön. Was soll dich und was ficht dich an? Lies die diskursiven Bücher und schreib. Solche Orte dieses Übergangs, wie der Schluck ist am Brollerstern, ne, sind natürlich die lebendigsten, muss ich sagen. Aber auch die anstrengenden. Ne? Also so ist man nicht im Glashaus und spielt seinen netten Gig, sondern man muss einfach schauen, dass man Interesse erzeugt. Das ist, glaube ich, überall so. Da immer natürlich auch von der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Auch der können wir uns nicht entziehen. Dann stellst du einen Antrag in den Vorhöfen der Macht. Demoralisiert kehrst du dann ein in die Provinz. Ich bin ein linker Spießer und meine Kinder werden weg. Oben haben wir es wohl so ganz, ganz unterschiedliche Sachen gehabt. Also zum Beispiel eine Lesung von Peter Hein, der damals dann sein Buch präsentiert hat. Das sind natürlich dann so ganz andere Abende. Das sind eher so die Abende, wo man sich dann halt also wirklich hinsetzt, wo wir auch Tische aufstellen, also Sitzbänke aufstellen und die Leute einfach sich hinsetzen und zuhören. Das Konzert, wie gesagt, am Abend des zweiten Tages war für uns super. Wir waren gut. Nervend war nur die Besetzung dieses Festivals. Deutsch hieß damals Prollmaschinenkrach, dem außer uns alle so ziemlich entsprachen. Belfegor aus Düsseldorf, gute Kumpels und über Kritik erhaben, aber eher Funk-Metal. Kowalski, damals angesagte neue Ruhrhoffnung, Pot-Metal, arm, ärmer Rammstein. Und ganz arg, als Headliner, die fand ich immer schon übel, waren aber eins der ganz großen Dinger in der Zeit, Industrie und Blech und Rumspinnen, wie es jeder schon mal irgendwann versucht hatte, aber eben alles inzwischen überholt. Sie hatten eben den richtigen Meinungsmultiplikator kennengelernt. Neubauten, einstürzen. Wir waren auch immer daran interessiert, dass wir geschaut haben, Szenen zu mischen und nicht uns auf irgendeine Subkultur im Speziellen darauf zu konzentrieren, sondern wir wollten das immer aus dem ganzen Spektrum, was es halt so gibt, veranstalten. Spannend ist dann auch immer, wenn man unten was ganz Konträres macht zu oben und sie die Leute im Laufe des Abends dann kennenlernen, zu mischen und dann entstehen eigentlich erst die interessanten Dialoge. I'll have to spend more time here. Das ist wahrscheinlich einer der innovativsten Clubs in Europa, hat ein fantastisch umfangreiches heterogenes Programm und ist zudem auch ein soziales Statement, in dem es eben herum 365 Tage mit 365 Performances verschiedenen mit Eintritt frei gibt. Wir interessieren uns für Kunst, lesen gerne gescheite Bücher, hören uns gerne irgendwelche neusigen Bands an, tanzen aber dann auch gerne später dazu. Und dieser Eklektizismus, den wir selber irgendwie leben, den finden wir auch in unserem Publikum wieder. Und uns geht es aber auch einfach darum, Leute aus ihrem Eck eigentlich herauszuholen.
schau her. Während die einen noch singen, sind die Flugmenschen wahrscheinlich schon dabei, einen Stollen zum Riesenrad zu graben und einen weiteren Richtung Innenstadt. Und sie werden keine Ruhe geben, Worker in Progress, die sie sind, bis nicht auch der letzte Ort zum Transitort mutiert sein wird und die schöne Ideologie der sozialen Plastik zu einem bislang unbekannten Kapitel aus dem Passagenwerk von Walter Benjamin. Gehen wir einfach davon aus, dass großstädtische Maulwürfe aus subversiver Sicht mindestens so wertvoll sind wie ihre ländlichen Verwandten in den Gärten der Kleinhäusler.